Nun ja. Denn das ist eben auch so ein verhängnisvoller Fehler, dass viele Zen-Praktizierenden auf ihren Meditationssitz verweilen und der Erleuchtung auflauern. Wir lauern richtig da, so wie die Katz vom Mauseloch sitzt. Die wahre Geisteshaltung ist die der entspannten Losgelöstheit. Bei hellwachem, klarem Bewusstsein. Nicht, dass du dann denkst, aha, ich darf die Erleuchtung nicht auflauern, oder hängst du dann so, ja, und die Erleuchtung auflauern ist, sondern die Mitte. Aufrecht, gerade, nicht zu verspannt, nicht zu locker. Wie es heißt im Sinn, im Einklang von Yin und Yang, im Einklang von Himmel und Erde. Du wirst immer mehr eine Gewissheit in dir spüren, weil immer mehr dein wahres Selbstsein, Bushin, die Buddha-Natur, dein ursprüngliches, unsterbliches Sein, unsterbliches Selbst, immer mehr fühlbar wird. Zuerst ahnbar, dann immer mehr fühlbar, bis es immer mehr zur Erfahrung wird. Und im Augenblick des Todes wird dein Bewusstsein sich eben dieser Quelle des Lebens, diesem rein aus sich selbst Seienden zuwenden und nicht im Bedauern, Anklammern und Anhaften an die sich auflösende Welt jetzt. Könnte auch der eine oder andere wieder sagen, ja, aber so, ich sterbe doch, die Welt stirbt doch nicht. Wenn ich sterbe, wieso löst sich dann die Welt auf? So ist es. Die Welt löst sich auf. Im Augenblick des Todes, wenn ich sterbe, werde ich nicht sterben. Ich bin unsterblich. Aber mein Welterleben, die ganze Welt, löst sich auf. Denn die Welt ist nichts anderes als Denken, nur Vorstellung. Es gibt keinen Raum. Es gibt keine Zeit. Es gibt keine Substanz. Es gibt kein Vorher, es gibt kein Nachher. Es gibt keine Geburt, kein Leiden, Altern, Krankheit, Schmerz und Tod. Alles ist nur ein Traum, der sich auflöst. Dies ist letztlich die grundlegende, essentielle Wahrheit, nicht nur im Zen, im allgemeinen Buddhismus, auch im tibetischen Buddhismus, im Tantrayana oder auch im Advaita Vedanta. Und auch im Taoismus ist das die grundlegende Wahrheit, dass im Augenblick des Todes die Welt stirbt. Nicht nur diese hohen Weisheitslehren, von denen ich rede, sondern auch die heutige Wissenschaft bestätigt dies. Die Wissenschaft der Physik, der neuen Physik, die Wissenschaft der Neurophysiologie beweisen, dass alles nur Denken ist. Und es gibt keinen Denker. Es gibt nur den Prozess des Denkens. Und dieser Prozess des Denkens ist karmisch bedingt durch in der vorausgegangenen Seinsweise, also der vorausgegangenen Existenz, oder Inkarnation, wie wir es auch nennen wollen, aktivierte Sanskaras, also karmische Triebkräfte, also Geistesregungen. Geistesregungen, Bewegung des Geistes in Form von Annehmen und Verwerfen und Bewertung, was eben dann dieses Karma aktiviert, bei denen sich diese ganzen Affinitäten verselbstständigen und verfestigen und die ganze Persönlichkeit ausmachen, auch über die Schwelle des Todes hinaus.
Und der Mensch stirbt im Bardo, den Zwischenzustand zwischen Tod und Wiedergeburt, bleibt das bestehen. Und bestimmt und bewirkt das, was der Mensch oder dieses Bewusstseinsprinzip, was dann im Augenblick des Todes im Bardo verbleibt, dann für eine Wandlung durchmacht und wohin es sich dann und als was es sich dann weiter manifestiert. Ob es weiter im Nichts der Dunkelheit der samsarischen Illusion verloren geht oder sich dem strahlenden Licht des Selbst, der Makaya, zuwendet und so immer mehr seinen unsterblichen, wahren Buddha-Leib verwirklicht.